So, 1, 2, 3. Nochmal von vorne. Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich erstaunlicherweise gut. Diese erzwungene Corona-Klausur, dieser Reboot, der da jetzt so stattfindet, diese Entschleunigung, tut mir ja erstaunlicherweise recht gut. Klar kommen da auch immer wieder Gedanken auf, wie das jetzt für mich als Selbstständiger und für mich und meine Frau, wir sind ja beide selbstständig in derselben Branche, eben als Heilpraktiker, wie das jetzt so finanziell sich ausgehen wird, wie das mit dem Geld klappt. Aber das kriege ich eigentlich relativ gut in den Griff. Mir gelingt es eigentlich ganz gut, diese Sorgen, Gedanken ja immer wieder auszubremsen, diese exponentielle Wachstumskurve, dass das ja genauso hat, abzuflachen und gar diese Gedankeninfektion, die Kette zu unterbrechen, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Tatsächlich geht es. Das muss ich zwar dann alle 2-3 Tage immer wieder mal neu machen, aber das funktioniert bisher eigentlich erstaunlich gut. Welche Rituale mir dabei helfen, in dieser Zeit positiv zu bleiben, die will ich dir gleich nach dem Intro verraten. Vielleicht ist da für dich eben auch was dabei. Also bis gleich nach dem Intro. Intro ab. Herzlich willkommen hier bei Hokus Pokus Fokus, falls du das erste Mal da sein solltest. Mein Name ist Michael Antoni, ich bin ein Bayer, der hier in Berlin als Therapeut sehr glücklich ist und ich stelle mir immer wieder die Frage, einfach besser fühlen und glücklich sein, wie geht das? Aus dieser Frage heraus ist mein Selbsthilfeblog hokuspokusfokus.de entstanden mit vielen Artikeln, die dir dabei helfen können, dass du dich einfach besser fühlen kannst und vielleicht auch glücklich werden. Und ja, seit neuestem beschäftige ich mich intensiver mit meinem YouTube-Kanal, den gibt es auch schon 1,5 Jahre, aber eigentlich erst im letzten halben Jahr habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ein paar Videos dazu zu machen. Wenn du Lust hast, den zu abonnieren, dann würde ich mich natürlich sehr freuen und werde darüber hinaus aber auch sehr dankbar, denn abonnieren wird hier wirklich wertgeschätzt. Ich frage mich einfach besser fühlen und glücklich sein, wie geht es in Zeiten von Corona? Die Frage stelle ich mir in der letzten Zeit natürlich häufig, weil das ein sehr präsentes Thema ist, immer um uns herum. Und heute will ich dir ein paar Rituale vorstellen, die mir persönlich dabei ganz doll helfen, in dieser Zeit positiv zu bleiben. Mir ist natürlich schon klar, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Deswegen brauchen wir alle ja in einem gewissen Sinne auch andere Dinge, um positiv zu bleiben. Was ich aber generell dazu sagen kann, aus einer persönlichen Erfahrung, wie eben auch aus einer therapeutisch-beruflichen Erfahrung, ist, auf das Positive ausgerichtet zu sein, ist unglaublich förderlich und zwar für alle. Nur ist es eben so, dass du jetzt für dich rausfinden musst, was dir eben einfach hilft, positiv ausgerichtet zu bleiben. Ich verrate dir jetzt 5 Rituale, die es mir leicht machen. Dir hilft es vielleicht nicht. Also versteh mich hier richtig. Ich sag dir, was mir hilft und das kann für dich eine Anregung sein, für dich herauszufinden, was dir hilft. Vielleicht sind wir uns ja auch ähnlich und dir helfen diese Dinge auch. Wir werden es sehen. Noch ein ganz allgemeiner Hinweis von weg, der vielleicht für viele gut ist und der, glaube ich, einen allgemeingültigen Charakter hat. Wenn es irgendwie geht, dann lass dich auf die Situation ein. Was auch immer das für dich konkret bedeutet. Aber hadere nicht mit der Situation in dem Sinne, dass du dir ständig sagst, wäre es nur anders, wäre es doch nur anders. Wenn du dich auf so eine Art von Kampf dagegen einrichtest, dann wird die Situation, wie sie gerade ist, dazu führen, dass es so eine Art Belagerungskrieg wird, bei dem du einfach nur immer mehr Energie verlierst und immer schwächer wirst und dadurch natürlich auch immer resignierter und unmächtiger. Und du wirst dann mit einem sehr, sehr, sehr unguten Gefühl aus der Situation herausgehen. Ein Kampf gegen etwas war noch nie erfolgreich, noch nie. Beim Kampf dagegen gibt es immer nur Verlierer. Es gibt auf meinem Blog viele Artikel, in denen ich versuche, diesen Gedanken zu erläutern, warum das so ist. Da kannst du mal stöbern und da vielleicht was für dich finden. Aber ja, wenn wir gegen was kämpfen, sind wir in der Haltung des Scheiterns und glauben jetzt mit diesem Kampf irgendwie die Dinge in Ordnung zu bringen. Und das ist kein guter Weg. Wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir in der Haltung des Gelingens reinkommen. Und das ist es ja, positiv ausgerichtet sein. Und dann haben unsere Ideen, was wir jetzt tun können, Kraft und Substanz und bringen tatsächlich eben gute Dinge auf den Weg. Entscheide dich also, wie du jetzt mit dieser Situation umgehen willst und dann bleibe dabei.
du wirst feststellen, dass das bei der Entscheidung zu bleiben wahrscheinlich in dir sofort ein Erleichterungsgefühl auslösen wird. Und wenn du ein Erleichterungsgefühl hast, dann ist es nochmal ein Indiz dafür, dass der Weg, den du da für dich jetzt so gewählt hast, für dich der richtige ist. Und deswegen musst du dann dabei eben auch bleiben. Das wird dir helfen, dass dein Gefühl mit der Dauer immer besser wird und du einen guten Umgang mit der Situation machst, sodass du dann, wenn eben die ganze Geschichte so langsam vorbei ist und alles wieder hochfährt, du diese Welle nutzen kannst, um mit dieser Welle jetzt eben in die Welt hinaus zu reiten, die Welle so lange wie möglich zu surfen, um eben dann auch wirklich was Gutes mitzunehmen, sodass das dann für dich tatsächlich auch so am Ende sein wird, dass du sagst, wow, das war richtig gut. Es war zwar immer wieder bedrohlich in der Krise, aber jetzt danach merke ich, was für gute Effekte das hat und was das für mich alles Positives mitgebracht hat. Das wünsche ich dir. Und jetzt schauen wir uns 5 Rituale an, die mir helfen, aus der Situation das Beste zu machen. Das erste wäre Meditation. Ich versuche das ja eigentlich regelmäßig und immer zu machen, aber jetzt achte ich wirklich darauf, dass es mir gelingt, das hinzubekommen. Meistens mache ich das morgens, weil eben meine Gedankenmaschinerie am Morgen noch nicht so auf Hochtouren läuft und das alles ein bisschen träger ist. Und dadurch fällt es mir dann auch leichter, meine Gedanken zu beruhigen, weil sie noch gar nicht so in Aufruhr sind. Ich mache da nichts Besonderes. Ich setze mich hin 20 Minuten und versuche meinen Atem zu beobachten. Manchmal höre ich auch so eine geführte Meditation oder höre irgendwie hübsche Musik oder höre irgendwie Naturgeräusche. Irgendwas, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf richten kann, wenn ich sie nicht auf meinen Atem lenke. Irgendwas, was eben da ist, aber so langweilig ist, dass es sich gar nicht lohnt, jetzt zum Grübeln anzufangen, sondern einfach eben halt dem Plätschern des Wassers zu lauschen. Natürlich schweifen meine Gedanken ab. Schnell, schnell, schnell geht es immer wieder. Und ich muss die immer wieder einsammeln. Ich merke das dann früher oder später und dann wieder zurück zu meinem eigentlichen Objekt, wo ich meinen Fokus drauf richten möchte. Aber genau das ist für mich der Wert an der Meditation, also so wie ich das jedenfalls mache, weil ich für mich feststelle, dass ich darüber eine immer bessere Sensibilität oder Aufmerksamkeit für meinen Fokus bekomme. Ich bekomme einfach mit, wenn mein Fokus abschweift. Und das ist für mich im Alltag unglaublich wertvoll, weil gerade da ist es ja wichtig, weil da sind wir dann in Situationen und kriegen dann eben oft nicht mit, wie der Fokus plötzlich stiften geht und sich in die Richtung bewegt, die wir nicht wollen. Und da ist es eben wichtig, ihn frühzeitig wieder einzufangen, damit eben nicht schon so eine exponentielle gedankliche Wachstumskurve entsteht, die wir dann danach nicht mehr in den Griff bekommen. Je früher wir das merken, desto mehr können wir den Fokus wieder in die Richtung lenken, wo wir sagen, ah, darauf soll er sein, das ist das, was ich mir eigentlich wünsche und das möchte ich im Fokus haben. Deshalb ist es für mich so gut zu meditieren, weil ich das darüber wahnsinnig gut für mich lerne und ich meinen Fokus eben sehr frühzeitig wieder einfangen kann und ihn auf das Erwünschte richten kann. Wenn du darüber mehr wissen willst, es gibt ein Video, das heißt 5 Gewohnheiten, die deinen Alltag glücklicher machen. Da erzähle ich noch ein bisschen ausführlicher darüber. Und es gibt einen Artikel auf dem Blog, der heißt Get Ready to Be Ready. Das ist Workout of the Week Nummer 1, wo das auch ausführlicher beschrieben wird und wo das dir so dargestellt wird, dass du da, glaube ich, eine 3-Wochen-Challenge machen kannst. Also mehr Infos auf dem Blog. Das zweite ist für mich, meinen Fokus bewusst ausrichten. Das ist, dass ich es gleich nach dem Meditieren mache, dass ich jetzt eine kleine Übung nehme, die mir hilft, jetzt eben, nachdem alles beruhigt ist, den Fokus in die Richtung zu lenken, wie ich es haben möchte. Das heißt, die sich für mich total gut anfühlt. Und da gibt es eine meiner Lieblingsübungen, die ich auch schon vorgestellt habe in einem extra Video, das heißt, lass dich von deinen Wünschen finden. Das kommt hier bestimmt irgendwo, ich glaube hier kommen die Karten, verlinke ich das. Und da stelle ich eben eine kleine Übung vor, die ich einfach liebe, muss ich so sagen. Ich habe
da glaube ich gar keinen richtigen Namen für die Übung, sind einfach, ich schreibe 12 Gründe auf, warum ich eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Gefühl so gerne mag. Das heißt, ich gehe in mich und frage mich, worauf will ich jetzt meinen Fokus bewusst ausrichten, und ich nehme da eigentlich immer einen Gefühlszustand oder einen Erlebniszustand. Also Kreativität war zum Beispiel das Beispiel in dem Video, oder eben Freiheit oder Liebe oder Fülle oder was auch immer, Sicherheit und so weiter. Und dann habe ich diesen Gefühlszustand, worauf der Fokus ausgerichtet werden soll, und dann schreibe ich 12 Gründe auf, warum dieser Zustand für mich so schön ist, was daran so toll einfach ist. Warum 12? Keine Ahnung, weil ich halt einfach mit der Astrologie liiert bin, und als Astrologe gefällt mir die Zahl 12, kannst du auch 8 machen oder 9 oder 10, das ist jetzt nicht so wichtig, 12 finde ich halt persönlich einfach hübsch. Und schreiben muss vielleicht auch nicht sein. Vielleicht ist es für dich auch ausreichend, dass du das einfach nur durchdenkst. Ich persönlich für mich merke aber, wenn ich es nur durchdenke, dann hat es nicht diese Kraft, wie wenn ich es zusätzlich aufschreibe. Es gibt genug Studien, die sowas irgendwie belegen, dass da sehr viel mehr passiert mit dem Aufschreiben. Aber da, wie gesagt, guckst du einfach, was für dich besser passt. Wichtig ist einfach nur, dass darüber der Fokus in die Richtung gelenkt wird, die du haben möchtest, von dir absichtlich so eingestellt. Und über das Aufschreiben dieser Gedanken setzt du jetzt sozusagen eine neue Gedankeninfizierung in die Welt. Du setzt jetzt für dich ein Virus, der jetzt durch das lange genug dranbleiben eine exponentielle Wachstumsgeschwindigkeit aufnimmt, die dich in die Richtung bringt, die gut ist für dich. Das ist ein guter Virus, verstehst du? Und da willst du dann eben einfach nur einen Anschub machen. Danach läuft es von alleine. Und das einmal am Tag ist eine großartige Sache. Das dritte ist Sport. Ich habe jetzt letztens eine längere Sportpause eingelegt, die eher so ein bisschen erzwungen war anfänglich, und danach, naja, bin ich nicht mehr so richtig in die Gänge gekommen, fühlte mich ein bisschen schlapp und dann Trägheit und so, und so kam es, dass ich die letzten 2-3 Monate eigentlich keinen Sport mehr gemacht habe, dafür gut mich ernährt, ja, wie auch immer. Jetzt habe ich die Corona-Krise zum Anlass genommen, wieder anzufangen, sanft und zart mich zu bewegen, wie es für so einen 51-Jährigen gehört, und merke einfach, was für einen enormen Einfluss das auf mich hat. Gar nicht so sehr körperlich, sondern vor allem eben mental, geistig. Es ist unglaublich, welche Klarheit plötzlich danach wieder entsteht. Sport ist natürlich deshalb gut, weil du währenddessen, ich mache immer so ungefähr so 20, 25 Minuten Einheiten, wenn du in der Zeit eben natürlich einfach an nichts anderes denkst als an das, was du jetzt gerade hier machst, die Bewegung, die Anstrengung, den Atem und so, und dadurch eben gar keine anderen Gedanken kommen. Es kann auch eine Form von Meditation eben sein, weil dein Geist total beruhigt wird, aber er wird eben sehr stark auch fokussiert auf die Bewegung, und das ist beim Sport und vor allem jetzt, was diese Erkrankungswelle angeht, deine Atmung ist ganz stark im Vordergrund. Und ich glaube, wo jetzt eben so eine Lungenerkrankung die Welle macht, ist es besonders gut, wenn du dir klar machst, wie toll es ist zu atmen, und wenn du freiwillig deinen Atem intensiver eben einfach erlebst und ein bisschen nach Atem ringst, weil du dich selbst in so eine intensive Situation gebracht hast. Und dann merkst du einfach, was für ein Geschenk das ist, auf diese Art atmen zu können. Und ich glaube, dass das gut ist in dieser Zeit. Aber generell, Sport ist für mich eben nicht nur körperlich eine erfrischende Geschichte, sondern vor allem eine mentale Frischzellen-Therapie. Wie heißt das? Eine mentale Frischzellenkur. So. Also Bewegung und Atmung macht es dir wirklich leicht, dich auf das Positive auszurichten. Nummer 4 ist Duschen. Ja. Du hast mich richtig verstanden, duschen. Vielleicht gleich nach dem Sport duschen, das bietet sich da natürlich irgendwie an. Aber von mir aus eben auch einfach zwischendurch, weil es ist für mich nicht der Hygieneaspekt, der da jetzt im Vordergrund steht. Für mich ist Duschen etwas unglaublich Erfrischendes. Es ist so, als ob mein Kopf einfach durchgespült wird und die ganze Soße, der ganze Mist eben einfach im Abfluss verschwindet. Ich habe die besten Ideen meistens, wenn ich einfach dusche. Wenn ich dusche, geht mein Geist auf eine tolle Art auf Wanderschaft und kommt mit guten Ideen wieder zurück. Und dann steige ich aus der Dusche raus und habe das
gefühle ich, ah ja, jetzt will ich was anpacken, jetzt ist gut. Deshalb duschen, unter anderem auch, deshalb ist Duschen gut, weil es wie so ein Bruch in der Routine ist, die dich manchmal, ja, wenn du merkst, dass du jetzt eben einfach in so einem komischen Hamsterrad feststeckst und dich in die Richtung bewegst, die immer blöder wird, dann ist es gut, jetzt einfach eine kleine Unterbrechung einzubauen und eben rauszugehen aus diesem Hamsterrad, indem du eben einfach eine Dusche nimmst, eine rituelle Dusche, die dich erfrischend neugeboren aus der Dusche wieder rauslässt und es dir möglich macht, jetzt wieder neu mit was anzufangen. Und der fünfte Punkt, den ich hier einfach noch erwähnen nehmen möchte, der als Ritual mir einfach sehr gut hilft, ist Musik. Wann denn, wenn nicht jetzt? Es ist so einfach, deine Stimmung über Musik zu steuern, dass es eigentlich fahrlässig wäre, wenn du in so einer Zeit wie jetzt dieses einfache Medium nicht nutzt, um deine Stimmung in eine bessere zu verwandeln über Musik. Auf dem Blog gibt es einen Artikel, der heißt die Stimmungsplaylist. Das ist auch so ein Workout of the Week, ist glaube ich Nummer 7 und da gehe ich ausführlich drauf ein, warum das gut ist und wie du eben das in eine zweiwöchige Challenge verwandeln kannst, dass du dir jeden Tag Musik benutzt, um eben deine Stimmung bewusst zu steuern. In Zeiten von Apple Music und Spotify und wie sie alle heißen, ist es so, so einfach, wo eben ein Lied nur ein Klick von dir entfernt ist, und zwar jedes Lied, das du eigentlich hören willst, nur ein Klick von dir entfernt ist, ist es so einfach, dir eine Stimmungsplaylist zusammenzustellen, die dich in eine ganz bestimmte erwünschte Stimmung bringt. Ganz einfach. Also mach es. Und zwar jetzt. Das sind meine 5 Rituale, die jetzt in dieser Zeit es mir besonders leicht machen und mir dabei helfen, wirklich aufs Positive ausgerichtet zu bleiben und eine gute Stimmung zu bewahren. Vielleicht ist da was für dich dabei, was du auch so übernehmen kannst. Vielleicht ist aber auch einfach nur eine Anregung dabei, in eine ganz andere Richtung eben auch für dich zu suchen, um rauszufinden, was dir helfen kann, dass du positiv ausgerichtet bleiben kannst. Am Ende sitzen wir alle in einem Boot und gehen alle gemeinsam da durch. Und je mehr wir das positiv hinbekommen, desto besser wird es für uns sein währenddessen und ich glaube auch dann danach. Also, bleib positiv, mach's einfach, mach's jetzt. Wir sehen uns ganz sicher wieder im nächsten Video. Bis dahin, dann ciao, servus.